Wer ist da? Lego-Steine für Bricks Go Wild. Nein! Ich dachte mir, es ist was anderes drin. Reed hat die alte Schauspielerin. Ja. Wir haben wieder gut eingekauft, das ist das Thema des heutigen Videos. Rita hat das erfasst. Ja. Es sind einige Steinchen dabei, die uns sicher gefallen werden. Übrigens ist das die Schachtel von der mittelalterlichen Schmiede, die wäre da zweimal drin gewesen, aber leider haben wir die nicht. Ja, werden wir sie vielleicht auch mal kaufen. Ich würde sagen, wir stellen den Einkauf mal auf den Boden. Es sind über 10.000 Teile, wieder von unserem Bricklink-Händler Brickmania Check. Der hat immer ein ganz gutes Angebot, weil wir uns da, also weil uns da immer viele Leute fragen danach, wo wir das herhaben. Genau. Und der weiß halt, was wir brauchen. Es sind über 10 Kilo Lego auch. Und ich würde sagen, wir beginnen ohne Umschweifungen mit unserem Haul-Video. Herzlich willkommen. Das erste Säckchen ist schon mal ideal. Wir brauchen Bäume in Wild City. Ihr sagt es uns immer wieder. Und Christoph hat jetzt extra diese großen, runden, braunen Baumstämme gekauft, was super ist, denn wir haben in letzter Zeit mitbekommen, dass Christophs Mom die dünnen Baumstämme hasst, weil die so leicht umfliegen. Ja. Letztes Mal direkt eine schlechte Laune gehabt. Ja. Mit den Baumstämmen. Jetzt haben wir die dicken nachbestellt, damit da kräftige Bäume wachsen. Genau, 2x2 Round Bricks in Reddish Brown. Ich glaube 100 Stück oder 150 Stück, da gehen sich wieder ein paar Bäumchen aus. Mhm. Dann haben wir, das ist auch so ein Spontankauf gewesen. Ein Spontanwurf. Der liegt jetzt irgendwo da unten, aber egal, wir haben ja noch welche. Medium Blue 2x2 Jumper Blades, die waren auch ganz günstig und sind da habe ich mir gedacht, die können wir. Könnte sein, dass die für die Arcade sind. Dabei ist der Boden, der drinnen schon gefliest. Ich glaube, dass ich habe Medium Blue Steine gesucht für die Arcade und da sind wir die untergekommen. Ich glaube, die haben nur 2 Cent pro Stück gekostet, habe ich mir gedacht. Da können wir ein paar mitnehmen. Oh, und da fällt schon wenn wieder was. Für was anderes. Wir sind sonst heute auch für was anderes. Moment, einer kommt noch. Schlechter. Aber den kannst du gleich herzeigen. Solche hellgrauen Slope. Nein, reden wir Pieces. Weiter. Von den Tulpen, oder? Die fast ja, von den so Tulpen. Ähnlich oh, bei no, den Tulpen. Vorkommen nicht ganz, das sind diese Curved, die habe ich mir gedacht, ich glaube, die haben einen Cent gekostet oder unter einen Cent und da habe ich mir gedacht, kaufe ich auch, ich glaube, etwa um 100 Stück. Mit denen kann man nicht falsch machen, die sind fürs Terraforming auch immer ganz praktisch. Und Rita ist jetzt verblüfft, aber es sind ähnliche, die dort dabei sind. Dann haben wir noch zum selben Thema Terraforming, auch natürlich für Ritas Frozen Dorf und im Winterdorf müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Aber diese Slopes, Frozen ist wichtig. Genau, diese Slopes, die einmal, zweimal, zwei groß sind. Mhm. Ich glaube, das sind auch ungefähr 100 Stück. Die kaufen wir eigentlich bei jedem Haul und immer kurze Zeit später sind die dann schon wieder aus. Dann haben die wir was für Rita. Hier haben wir einmal 1er Blumen in Grün. Auch einige, ihr kennt sie, die kann man immer brauchen, für alles Mögliche, natürlich auch für Blumen unten drunter, sieht dann immer ganz nett aus. Genau. Interessanterweise, Grüne hatten wir gar nicht so viele. In allen möglichen Farben gibt es die. Wir haben sie auch in fast allen Farben, aber in Grün waren die relativ selten. Und da habe ich mir gedacht, da schlagen wir auch zu. Die sind übrigens nicht bei den Plant Parts unter Bricklink gelistet, sondern die sind unter Brick Modified oder sowas. Okay. Deswegen übersehe ich die gerne. Also schaut auch dort nach. Dann haben wir in Dunkelgrau 1x1er Cones, ich glaube 150 Stück, wenn ich mich nicht täusche. Die waren auch ganz günstig und die eignen sich super als Ballast für irgendeinen Waggon. Also wenn ihr für eure Schüttwaggons oder was auch immer Ladung braucht, dann kauft euch irgend sowas, weil die kosten nicht einmal einen Cent teilweise. Da bekommt ihr für einen Euro so ein ganzes Säckchen. Mhm. Also das ist wirklich, wirklich super. Okay, Rita ist jetzt mal beschäftigt, denn sie hat sich, ich glaube, 50 Minifiguren gekauft.
Wir dann haben ja nicht so viel. Weiter. Wir haben hier noch relativ viel auch eben für diverse Berge, die wir in nächster Zeit mal angehen werden. Slopes in Tan, Slopes in Dark Tan, also diese drei hohen, die sind ein bisschen seltener, aber die hat es auch gegeben, ich glaube ungefähr um 10 Cent pro Stück, 10 oder 11 Cent. Und die brauchen wir, wie gesagt, immer jedes Mal, wenn wir einkaufen, sind die wieder aus. Und da habe ich mir gedacht, ja, da muss ich natürlich auch dieses Mal einkaufen. Übrigens, es ist ein Haul, der relativ teuer war. Warum, werdet ihr dann gleich sehen? Ja. Das kommt dann zum Schluss, weil die, ich glaube, soweit ich gesehen habe, ganz unten sind. Wir haben noch nicht wirklich reingeschaut. Ein bisschen sortiert haben wir ein, zwei Säckchen, damit wir die euch besser präsentieren können. Dann diese durchsichtigen 1x2x5er Bricks, die man super irgendwo verwenden kann, wenn man eine Glasfront baut. Das sind 10 Stück, die haben wir auch im Legoland schon einige Male gekauft, aber die hat er jetzt gerade im Angebot gehabt. Übrigens, dieser Store hat immer wieder eigentlich fast täglich oder wöchentlich wechselnde Angebote. Zum Beispiel hat er zu dem Zeitpunkt, als wir gekauft haben, gerade 55% auf ganz viele Minifiguren gehabt. Deswegen ist es eskaliert. Deswegen habe ich dann zu Ritter gesagt, ja komm, bevor du nächstes Mal dann wieder einkaufst um den doppelten Preis, dann nehmen wir lieber heute gleich ein bisschen mehr. Es ist auch so, wenn man dort ein bisschen mehr einkauft, bekommt man immer Rabatte. Und dann hat sie sich halt ein paar mehr gekauft. Die haben dann zum Teil nur 1 Euro gekostet und sie ist glücklich. Und ihr wisst, wenn Ritter glücklich ist, dann sind wir es auch, nicht wahr? Hier haben wir noch ein gemischtes Säckchen voll mit Slopes, die nicht so häufig im Shop verfügbar waren, also 1x2er, 1x3er in Schwarz, Hellgrau und auch so größere 2x3 in Dark Tan, die, wie gesagt, kann man immer brauchen, speziell für das Terraforming. Dann haben wir so 1x1er mit Clip nach oben, die Rita auch bestellt hat. Ihr seht, irgendwie wird die Liste an Ritersteinen immer länger. Die braucht sie für die Skybar am Wolkenkratzer. Und zwar kommt da auf den anderen beiden Seiten auch noch so eine Lichterkette hin. Wir haben alles, wir haben dieses Seil oder wie auch immer genau man das nennt. Wir haben auch durchsichtige 1x1 Round Bricks natürlich, aber die haben uns in Weiß gefehlt. Ritter wollte keine grauen, sie wollte keine schwarzen. Was soll man da machen? Also, meine Lieben, ich habe hier noch ein paar liegen, damit ihr seht, wie viele wir da circa bestellt haben. Aber das sind jetzt alles Doppelte. Ich glaube, es sind insgesamt um die 50 Figuren, ja, genau. Genau. Und hier seht ihr jetzt aufgestellt die verschiedenen Minifiguren, die wir uns oder ich mir geschnappt habe. Eine muss ich jetzt extra herzeigen, weil die sich jetzt nicht mehr ausgeht auf diese Plate. Genau, das ist die Kaffee-Barista-Frau. Ja. Ich finde, die ist ganz süß, speziell mit diesen Haaren. Sicher keine billigen Haare. Und die gefallen mir sehr, sehr gut. Dann gehen wir es mal durch. Wir haben ein paar Frauen bestellt, wir haben ein paar spezielle Männer bestellt. Ihr seht hier irgendeine Security-Dame oder sowas ähnliches. Dann hier drüben zwei Männerfiguren, die mir sehr gut gefallen haben, beziehungsweise so junge Männer. Sehen sehr, sehr cool aus. Ich glaube, die sind von Ninjago. Die haben sehr spezielle Haare, deswegen haben mir die so gut gefallen. Dann haben wir da noch einen Mann, auch etwas ganz Spezielles mit einer neuen Jacke, die wir so, glaube ich, nicht haben. Dann haben wir hier ein junges Mädchen mit diesen hochgesteckten schwarzen Haaren, die gefällt mir auch immer sehr gut. Die haben wir schon in der Stadt, aber recht selten. Dann hier zwei, einen Mann und eine Frau mit der gleichen Jacke, mit dem gleichen Oberteil, verschiedene Hosen. Und auch sie mit sehr cooler Brille, er mit Schnauzer, sieht echt, echt cool aus. Dann haben wir hier ein altes Ehepaar. Die kann man natürlich auch immer gut gebrauchen mit den grauen Haaren, sie mit den weißen Haaren. Sie hat da so einen Zopf hinten. Ihr seht, das haben wir auch auf jeden Fall schon verbaut, aber nicht so, ja, nicht so oft. Dann haben wir noch einen im Hawaii-Hemd. Den kann man auch immer gut brauchen. Ist auch, glaube ich, nicht so ein billiges Oberteil, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber bestimmt nicht. Genau.
Und dann haben wir noch ein Mädchen und eine junge Frau mit dem gleichen Oberteil wieder. Ganz lustig, aber mit verschiedenen Haaren. Einmal mit Zopf, einmal mit kurzen Haaren und auch mit diesen hellen Beinen. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Genau, und dann sind wir schon fast rum. Hier haben wir noch, die ist auch in der Ninjago City vorgekommen, das weiß ich, weil die habe ich vor kurzem gesehen mit dem Kinderwagen, glaube ich. Und dann haben wir hier noch zwei Mechaniker, eine Mechanikerin, einen Mechaniker und sie eben mit der Kappe und dem Pferdeschwanz. Das gefällt mir immer sehr gut, dass Frauen da noch eine längere Haarpracht haben, das ist super. Und ja, genau. Mechaniker kann man immer brauchen. Genau. Die Figuren haben wir teilweise bis zu 5-mal dieselben. Die werden aber bestimmt zerlegt und kommen dann in Ritas Ersatzteile-Sortiment. Und genau. Ihr werdet die Teile dann bestimmt in Kürze schon in unserer Stadt aufgebaut sehen. Vielleicht nicht so, wie es hier zusammengebaut war, aber in der einen oder anderen Form. Dann haben wir, wenn ich mal weitermachen darf, 1, 2, 3, 4, 5-mal das Chassis von diesem Trike. Ich weiß nicht, warum ich das bestellt habe. Das hat, glaube ich, 3 Cent gekostet. Ich habe mir gedacht, vielleicht für irgendeine Fabrik oder für irgendeinen Schrottplatz oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe die sogar schon mal bestellt und weiß bis jetzt nicht, was ich mit den Teilen machen soll. Aber vielleicht ergibt sich ja noch was. Hier sind nochmal 5 dieser Teile. Dann zeigt euch Rita wieder was, ja, was sie sich natürlich wieder bestellt hat. Ein paar so Kleinigkeiten. Hier ist eine Krabbe drinnen. Ich finde, Krabben kann man immer brauchen, egal ob für den Zoo vielleicht, für den Strand oder vielleicht auch irgendwo in einem Restaurant, wo das gegessen wird. Dann habe ich mir noch, was sind das, dunkelgelbe Eisteile bestellt. Die sind dieses dotterfarbene Gelb, genau. Damit jemand ein Eis essen kann, warum auch nicht. Genau, oder man könnte natürlich auch diese weintraubenartigen Dinger draus machen. Vielleicht gibt es Weintrauben, die so gelblich sind. Bin jetzt bei Weintrauben nicht so bewandert. Keine Ahnung, vielleicht wenn sie noch nicht reif sind, ja. Und kann auch sein. Und dann haben wir noch ein paar solche Vögelchen bestellt, die super süß aussehen, aber nicht billig sind. Speziell in Blau, wo ich sie gerne gehabt hätte. Huiuiui. Die weißen kosten 1 Euro, ich glaube die blauen kosten 3 oder 4 Euro. Ja. Ich wollte eigentlich Möwen, die kosten fast 5 Euro. Jetzt habe ich gesagt, das ist Rita, schon heftig. Das muss jetzt mal reichen für den Moment. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar drinnen. Ein paar von jedem sozusagen. Genau, und ein Baguette, sorry, das habe ich jetzt vergessen. Und ein Baguette in 10, ja, ein paar Baguettes in 10. Dann haben wir so ein halbvolles Säckchen hier noch mit ein paar Frisuren, das sind eher einfachere Damenfrisuren. Cool. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, wahrscheinlich nicht besonders gut. Das ist so eine Männerfrisur oder Herrenfrisur. Genau. Dann haben wir so einen, da musst du mir helfen, was das ist, Einen Bob, ja. Ihr könnt euch das sicher vorstellen, wenn ich das, wenn Rita das erklärt. Und eine einzige haben wir. Also einen Bob. Genau. Zeigt das her. Ups. So, jetzt aber. Und ein einziges Mal haben wir diese Frisur. Keine Ahnung, wo die vorkommt, so aber cool. Die hat vorne so silberne Strähnen. Die haben wir auch leider nur ein einziges Mal. Alter, die Feder, die ist doch mega. Aber die sieht doch toll aus. Die waren auch extrem billig. Ich glaube, die hat er mit 80% Ermäßigung rausgehaut. Das ist und doch so typisch, keine Ahnung, 80er Jahre oder sowas. Sieht auf jeden Fall cool aus, ja. So und dann cool. Gib nochmal die Frisur her, jetzt zeige ich dir noch was. Ich habe mich da anscheinend vertan oder so. Es gab noch eine Frisur mehr, die ich bestellt habe. Und ich habe sowas noch nie bei Lego gesehen, aber das gibt es anscheinend auch. Zeig das mal in die Kamera. Die haben wir, glaube ich, ungefähr 10-mal gemeinsam mit diesen kleinen Cookies hier für die Hunde. Ich wusste, auf dem Bild hat man das irgendwie nicht gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass das so eine kleine Frisur ist, aber leider, das ist ein Hairpiece. Leider hat die ein Wendegesicht. Also normalerweise sollte natürlich hinten kein Gesicht sein. Und dann ist hier oben, ja, wieso nicht? Ich meine, das finde ich echt cool, dass solche Frisuren auch bei uns in der
in der Stadt geben Schreibt wird in Wild City. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo die herkommen. Mein Tipp wäre jetzt genial. Mal Ninjago, aber könnte durchaus sein, dass das aus einer anderen Serie ist. Finde ich auf jeden Fall total cool. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was das sein soll. Und dann ist mir eingefallen, ach ja, das waren ja noch Haare, die ich bestellt habe. Hohe Haare. Ja. Sehr cool. Coole Sache auf jeden Fall, ja. Dann haben wir endlich bekommen, ihr habt es vielleicht gesehen im 9 Volt Spezialvideo, wir haben endlich diese Wedge Bricks bekommen, 4 an der Zahl. Die sind auch nicht günstig, ich glaube 1,50 pro Stück für die 4537, wenn ich mich nicht täusche, für diesen Oktan-Tankerwaggon, wo die noch gefehlt haben. Und ein Teil, wo ich geglaubt habe, das gibt es nur bei Duplo, aber nein, gibt es auch bei Lego. Er hatte auch leider nur eines, ungefähr für 1 Euro, so einen Efeu-Trieb oder was auch immer. Duplo ist es auch ein bisschen größer. Ja, größer auf jeden Fall. Der ist aber auch ziemlich groß, also ist schon sehr... Vorne und hinten sieht es anders aus. Hinten da sieht man den Stängel quasi von dem Blatt. Nette Sache auf jeden Fall. Habe ich mir gedacht, kann man mitnehmen. Er hatte außerdem nur einen. Dann haben wir, das war auch so ein Spontankauf, ich weiß nicht warum, wir haben einerseits hier, die kannst du gerne herzeigen, Badehosen und seltsamerweise, die dürften noch irgendwie vom letzten Mal im Einkaufskorb gewesen sein, jede Menge rechte Arme in Rot, die, glaube ich, fehlen uns irgendwo, wobei wir haben sehr viele so Figuren, Leichen, aber rechte Arme, ich weiß nicht, warum ich die bestelle. Die habe ich irgendwie versehentlich hineingetan, aber brauchen wir natürlich vielleicht auch. Und eine dunkelbraune Hose und ein paar von diesen roten Badehosen. Ja. Ist eh cool, weil wir haben hauptsächlich schwarze, knappige Badehosen. Also für mich sind das auf jeden Fall Badehosen. Es gibt schon andere auch, weiß ich, wo da mehr das Bein bedeckt ist. Aber das fällt auch wieder unter die Kategorie etwas teurer. Und bei uns in Wild City, da sind eher die knappigen Badehosen gerade im Trend. Genau, ja. Deswegen, ganz so wie ich immer am Strand unterwegs bin. Christoph hat auch Maximum so eine knappige Badehose. Also gut, wenn ihr uns nicht gesehen habt am Strand. Genau, dann haben wir ein bisschen was Exotischeres. Das hier ist, glaube ich, aus Nexonites, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich bestellt, vielleicht für die Arcades. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das irgendwo so als Hologramm gut sieht passen aber wird aus mit wie Merlin. Oder Gandalf, ja. Keine Ahnung, wo das her ist. Und dann, das würde auch für die Arcade ganz gut passen, das sind jetzt keine neuen Steine per se, die wir nicht kennen, aber er hatte auch diese Schilder von Nexonites im Angebot. Da haben wir 6 insgesamt genommen. Die haben nur ein paar Cent gekostet, weil ich mir auch gedacht habe, vielleicht für die Arcade irgendwo an die Wand oder als Preis kann man die gerne irgendwo mal bekommen. Die und dann jeweils 5 gesehen. Von diesen hier. Weißt du, was ich mir gedacht habe, was wir aus dem machen könnten? Frisbee-Scheiben. Und ich habe mir gedacht, das werden Dekorationen für die Ninjago City. Aber natürlich, Frisbee-Scheiben, warum aber nicht? Oder wir schauen mal, wo wir sonst solche Sachen haben. Ich habe letztens wieder Kiddies gesehen, die Frisbee gespielt haben. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich auch was für Wild City. Wir haben niemanden, der Frisbee spielt. Das ist wahr. Ja, wir haben pro, also Rot und Grün haben wir pro Art 5 Stück. Also wird sich das vielleicht machen lassen. Dann kann ich euch noch zeigen, nochmal so Slopes, die sieht man extrem schlecht, das ist Dark Brown, 1x2er und gemischt drinnen, warum auch immer, sind 2 Stück, 2x2 in Dark Tan. Die hören auch noch zum vorherigen Terraforming. Christoph sagt immer Terraforming. Das ist so mein neues Lieblingswort. Dann geht es gleich weiter, würde ich sagen, zur Arcade. Da warten ja viele schon lange. Jetzt ist es endlich soweit. Wir haben wieder sandblaue Teile bestellt. Ja. Und zwar, ich zeige euch das, die sind so sortiert, wie ich sie brauche. Das sind 1x2er Steine, die so geriffelt sind. Die haben wir ja dort sehr viel verbaut, auch bei den Stützen. Dann sind da drinnen die restlichen Türrahmen in Sandblue, die wir auch noch brauchen. Und vorne diese... Brackets, wo die Baurichtung umgekehrt wird, die haben wir zwar extrem viel, aber leider nicht in dieser Farbe. Die brauchen wir deswegen für was dringend. Brauchen wir die? Für vorne, für die Verzierung des gesamten Gebäudes. So. Dann haben wir einen ganzen Sack 1x4er Bricks.
Dann haben wir, die darfst du gerne herzeigen, diese Zäune. Das weiß ich. Die kommen auch dorthin. Weiß ich. Habe ich gesehen. Hat Rita schon gesehen. Habe ich gesehen. Ganz klar, hier fällt alles auseinander, aber kein Problem. Das ist die Dekoration für die Arcade. Das heißt, die wird jetzt auch bald fertig. Okay. Einmal zweier Plates auch in derselben Farbe, damit wir oben, wenn wir die Stockwerke abnehmen wollen, ein paar Angelpunkte haben, wo das Gebäude hält, damit es nicht auseinanderfällt. Nicht Sand Blue, sondern... Oder ist das Medium Blue? Ja. Ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung. Die gab es, glaube ich, nicht in Sand Blue. Deswegen habe ich die Medium Blue genommen, was aber sehr, sehr ähnlich ist. Oder wir werden uns das ansehen. Dann haben wir... ganz viele Cupcakes. Ratet mal, wer die wieder bestellt hat. Ich weiß nicht. Ganz viele Cupcakes. Ja, aber sowas kann man doch immer brauchen. Ich weiß nicht, was wir daraus machen. Ich meine, das diene ja sogar als irgendwo eine Dekoration. Ihr kennt die mit dieser Spirale vorne. Es gibt sogar noch mehr. Die haben da nicht hineingepasst. Ein zweites Säckchen haben wir auch noch. Aber die kann man nie genug haben, wie Rita immer sagt. Vielleicht machen wir auch wieder mal irgendeinen Backladen. Ja, vielleicht. Ja, könnte sein. Leute bei uns essen in der Stadt gerne einen Cupcake. Sie essen gerne und viel. Dann haben wir noch 2x2 Slopes in Tan. Einmal 2x2 Slopes in Braun. Also da haben wir dieses Mal wirklich zugeschlagen. Terraforming, genau. Das gleiche dann nochmal in Braun. 2x2 Bricks und, also Slopes, Entschuldigung. Und dann noch eine etwas größere Menge 1x2 in richtig. Diese Terraforming. Frau kennt sich aus, das ist überhaupt kein Problem mehr. Was haben wir dann hier? Oh, das war auch ein Spontankauf. Kann man immer brauchen, habe ich mir gedacht. Außerdem ist hellgrau so eine teure Farbe geworden. 2x6er Steine. Die kann man immer brauchen, wenn es nur zum Unterfüttern von irgendwas anderem ist. Die waren relativ günstig dort. Ich weiß nicht, haben glaube ich 11 oder 12 Cent gekostet. Und hellgraue Steine werden ja immer sehr hochpreisig gehandelt. Deswegen habe ich mir gedacht, nein, da schlagen wir jetzt zu. Wieder Dark Tan Fliesen. Ja. Für den Vergnügungspark. 2x2 für den Vergnügungspark. Die waren auch relativ günstig, richtig. Denn unsere Wege sollen ja erweitert werden irgendwann. Ja. Die sollen wirklich erweitert werden. Wir haben so viele Projekte, Leute. Dann haben wir noch jede Menge anderes Zeugs, wobei ich gar nicht weiß, für was ich das bestellt habe. Solche Dreiecke, also in Dark Tan und 1x4 und 1x6er Plates. Die sind aber für ein spezielles Mock, an dem ich momentan gerade plane und welches in nächster Zeit mal enthüllt wird. Genauso passend dazu 1x6er Fliesen in Dark Tan. Mhm. Ja. Ich habe übrigens auch noch nicht viel von dem Mock gesehen. Ja. Christoph ist da sehr geheimnisvoll. Ihr habt aber schon mal gesehen, im Legoland habe ich auch Dark Tan Steine gekauft. 1x2er in Dark Tan. Genau. 1x6er in Dark Tan. Alles für dein Mock. Alles für das Mock, ja. Wobei ich da nicht genau abgezählt habe, wie viel Steine ich dafür brauche, weil ich das dieses Mal ohne den Designer Aber ich habe mir gedacht, ich bestelle einfach mal auf gut Glück. Okay. Dann wird es interessant. Die passen auch zu diesem Mock, hoffe ich zumindest. Nougat Medium Nougat Steine 1x6, auch ich glaube ungefähr 200 Stück. Nougat finde ich ja so eine coole Farbe. Die und Steine dachte, sehen so sind, appetitlich aus. Ich dachte, die sind für den Zoo als Erweiterung. Da kommt auch noch was, aber nicht das. Okay. Dann diese runden Macaronis 4x4 in Medium Nougat, also die passen auch zu diesem Mock und gleichzeitig diese Arch Pieces. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, Rita. Ich weiß es nicht, wird zeigt die mal deliziös. Her. Also das wird ganz was Besonderes, da bei könnt ihr euch freuen. Wir haben 2, 4, 6, 8, auch noch 4x8er Platten in Dark Tan. Mhm. Auch für dieses ominöse Mock, welches keiner weiß, was es ist. Und ich glaube, das war's mit dem Mock. Wir haben noch für Ritas Vergnügungspark 2x2 Jumper Plates in Dark Tan. Also dieses Mal ziemlich viele erdige Farben. Und dann haben wir was für dich. Das ist jetzt für den Zoo. Auf das hat Rita schon die ganze Zeit gewartet.
Wir wollen ja den Zoo erweitern. Jetzt haben wir natürlich den Rest von der Zoo-Wand nicht in Medium Nougat gemacht, sondern in Braun. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Teile der bestehenden Fassade des Zoos auflösen und das dann ein bisschen mischen, wahrscheinlich. Ja, dass die Wand des Zoos nicht nur in Reddish Brown ist, sondern ein bisschen gemischt. Genau. Wir haben uns gedacht, da kann man zuschlagen. Die waren auch extrem günstig. Ich glaube, 4 oder 5 Cent. Für einmal 4er Steine ist das heutzutage, muss man sagen, leider kein. Ja, der Preis ist nicht schlecht. Den Preis, den wir bezahlen müssen, ist, dass der Akku ausgeht. Kennt ihr schon, oder? Kennen wir schon. Also weiter ohne Umschweife. Stichwort Terraforming. Nochmal einmal 2x2 Bricks in 10. Also die werden nicht weniger. Dasselbe dann nochmal in Zweierbreite Dark Tan. Ich frage mich, wer so viele Berge bauen will, aber die gehen weg wie warme Semmeln bei uns im Layout. Also das ist ganz arg. Speziell, wenn wieder im Naherholungsgebiet ein Berg gebaut wird. Ich kaufe mir die immer, weil ich mir denke, ich möchte mal irgendwo eine Erhöhung haben und dann suche ich die Steine, finde sie nicht. Sind futsch. Frage Rita, sie sagt, sie weiß von nichts. Frage andere Personen, die am Layout bauen, wissen von nichts. Und komme dann beim Durchgehen durch das Layout drauf, dass irgendwo wieder extrem viele verbaut wurden, was ja einerseits gut ist, andererseits habe ich wieder keine Steine. Das ist für dich, meine Liebe, ein Geschenk von mir, kommt von Herzen. Aber wirklich von Herzen. Das sind solche, ich nenne sie Blumentöpfe, in Flat Silver, oder? Ja. Sehr schöne Blumentöpfe. Bald kenne ich mich aus mit den Farben. Ja, Rita lernt wirklich extrem viel. Genau. Sind einige hier, finde ich super. Passt zu den Blumenteilen, die wir jetzt erst gehabt haben. Ja. Die habe ich im Vergnügungspark, im Ninjago Park, im Ninjago City, habe ich die in Schwarz verbaut und die gefallen jedem so gut, dass ich mir gedacht habe, wir schnappen da. Die sind normal sehr teuer, aber hier in Flat Silver waren sie etwas günstiger. Dann haben wir, diese Teile hier, weiß ich nicht, die begeistern mich schon längere Zeit. Immer wenn es einen Verkäufer gibt, der die hat, dann kaufe ich welche. Das ist diese Brücke vom, weil wir immer wieder gefragt werden, vom Set 6900. Da gibt es 4 dieser Art, sind da dabei, die sind nicht günstig, kosten ungefähr 5 oder 6 Euro. Er hatte diese mal eins, habe ich mir gedacht, dann kaufe ich ein Stück. Und dieses, also das Teil in Hellgrau gab es nur in diesem Set 6900 und dasselbe Teil, was ich gar nicht wusste, gab es auch in Orange, in 2 verschiedenen Sets, da weiß ich jetzt aber nicht, irgendeiner Küstenwache und ein Exoforce-Set. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es jetzt auch aber nicht. Aber Christoph war nicht so begeistert am Anfang, wusste nicht, ob er es bestellen sollte. Ich habe dann gesagt, ja, denn das wird dann quasi unsere Golden Gate Bridge. Ich meine, sie ist nicht rot, aber mein Gott. Genau, ja, könnte ja schon ein bisschen vom Rost her, wobei der wird eher dunkler. ich weiß es nicht, ob das gut aussieht, aber wir könnten jetzt also auch so eine Brücke mit 4 Teilen in Orange machen. Oder lassen wir uns mal was anderes einfallen. Die Teile sind sehr variabel. Im Vergnügungspark vielleicht. Ich möchte wissen, wo da sich noch eine Brücke ausgehen soll. Der ist zugebaut bis oben hin. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder solche. Die bestelle ich immer ganz gerne. Da haben wir ein paar auf Reserve. Und wer weiß, vielleicht braucht man einfach wieder mal eine gute Brücke. Die sind nämlich mega stabil. Also gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, eine Brücke zu bauen. Aber die sind nicht schlecht. So, ihr wartet jetzt wahrscheinlich schon die ganze Zeit auf die Auflösung des Videotitels. Wir haben noch eine Teileart bestellt. Und zwar in relativ großen Mengen. Ich präsentiere euch das relativ mal. Relativ großen Mengen. Wir haben 1. Relativ. Die Steine Art, die nach den 1x2 Fliesen in Dunkelgrau für unsere Gehsteige am zweithäufigsten im Layout verbaut wurde und auch nach wie vor verbaut ist, denke ich, ist der Mauerstein, der sich bei uns beiden irgendwie über die Zeit jetzt zum absoluten Lieblingsstein gemausert hat. Egal ob Zaun, Mauer, sonstige, irgendwelche Konstruktionen, alles wird mit einem Mauerstein gelöst. Naja, zum Beispiel auch das Schwimmbad. Genau. Ich habe mir einige dieser 1x2er Mauersteine in, wir haben die in Hellgrau, wir haben die in Tan, glaube ich, wir haben die in Nougat, wir haben die in Dark Tan. In Legoland haben wir sogar 1x4er mitgenommen. Genau, gekauft, aber sie gehen immer relativ schnell aus. Ich beobachte die Preise auf Bricklink und Konsorten immer wieder. Jetzt hatte dieser Verkäufer diese Steine um, ich glaube, ungefähr 5 Cent pro Stück
Wenn man mehr kauft, werden sie günstiger. Jetzt habe ich gesagt, okay, ihr habt ja vielleicht, oder hoffen wir zumindest, unsere Videos zur U-Bahn gesehen, die ja jetzt im Aufbau ist. Und dort planen wir ja, das sieht zwar schon ganz nett aus, aber wir planen natürlich, dass man dort mehr oder weniger so in eine Nische reinschaut, wo dann so ein halber Tunnel ist. Und der halbe Tunnel gehört auf der Hinterseite natürlich irgendwie bebaut, dass man da nicht durch das ganze Layout durchsehen kann. Ja, ich hätte Christophs Mom schon dafür engagiert. Ich habe gesagt, falls du mal nichts zu tun hast und in der Lego-Stadt vorbeikommst, da gäbe es einige Steine zu verbauen. Ja, das sind übrigens, wie ihr vielleicht im Titel richtig gelesen habt, 8.000. Ich wollte zuerst 5.000 nehmen, dann habe ich noch erhöht, habe ich gesagt, komm, 8.000. Die wird Tim heute Abend noch zählen. Wir haben sie nämlich noch nicht abgezählt, ob die Menge so passt, wie wir sie hier vor uns haben. Dann ist die Hälfte weg. Eine gute Idee. Aber wir denken, dass wir mit 8.000 Powersteinen in Hellgau jetzt mal ein bisschen vorankommen werden. Ja. Das heißt, es werden jetzt auch die Bodenplatten habe ich schon bestellt und das wird jetzt dann mal aufgemauert und dann geben wir euch demnächst mal ein Update, wie es um die Menge so steht, ob sich das irgendwie ausgeht, ob das zu viel waren, ob das zu wenig waren. Wenn es zu viel sind, macht es, glaube ich, nichts, da wir ja einige andere Projekte noch haben, wo man die braucht. Zu bin wenig so müssen gespannt. Wir noch bestellen. Ich bin so gespannt. Ja. Ich glaube ja, ich fürchte ja, dass das vielleicht sogar zu wenig werden, weil doch die Strecke sehr lang ist. Wir werden es sehen, es kommt jetzt auf die Höhe noch drauf an, ob wir die Höhe so lassen oder einen Stock nach oben gehen sozusagen bei unseren Eisenwinkeln. Ja. Es kommt auch drauf an, ich möchte eigentlich oben noch so eine, diese Arches, diese Bögen möchte ich noch verwenden dort. Die sind aber leider relativ teuer, auch in Hellgrau. Da brauchen wir natürlich auch einige, dass das so mehr oder weniger wie ein halber U-Bahn-Tunnel aussieht, in den man dann so reinschauen kann. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal einiges an Arbeit vor uns. Ich weiß nicht, ob wir das hier vielleicht in unserem Küchenstudio schon vormauern, dass wir das dann nur mehr reihenweise hinstellen. Wir wissen auch noch nicht genau, was wir mit den Kurven machen, denn dort eignen sie sich die Mauersteine ja dann doch nicht so. Aber ich denke, wir haben jetzt jede Menge Proviant für die nächste Zeit. Also der Winter kann dann schon langsam kommen. Arcade, Terraforming, U-Bahn, also es gibt einiges, es was gibt viel wir tun können. Und ja, ich bin wirklich gespannt drauf, ob sich das mit den Mauersteinen so ausgeht. Ja, die Kiste ist jetzt übrigens leer. Also ihr könnt nochmal kontrollieren. Wir haben euch nichts vorenthalten. Es ist auch hier nichts unterm Tisch, kein doppelter Boden. Nein, wir haben euch alles gezeigt. Was das geheime Mock ist, an dem wir arbeiten, das verraten wir oder verrate ich euch, auch Rita, demnächst. Und ja, bis dahin schreibt uns, was ihr gerade baut, ob ihr viel Spaß habt mit euren Klemmbausteinen, was wir hoffen. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten der Videos. Wir freuen uns sehr. Und ich bin gespannt, ob jemand anders auch noch so viele Mauersteine bestellt. Naja, wenn sie irgendwo bei einer Lego-Ausstellung ein Ritterlayout oder keine Ahnung was bauen, dann brauchen sie wahrscheinlich noch viel mehr Steine. Da haben ja sogar wir wenig. Das hat sich dann eben so ergeben. Und ja, wir sind da, die kosten normal so in etwa ab 8 bis 9 Cent, so in die Richtung, die für uns greifbaren. Wir wollen ja nicht irgendwo in Amerika oder wo bestellen, wo wir dann auch noch Zoll bezahlen. Er hat die jetzt im Angebot gehabt. Wir wissen, dass dort die Qualität immer passt. Das sind ja großteils auch gebrauchte Steine. Ein paar Lots sind neue Steine, aber ich weiß jetzt gar nicht genau welche. Die meisten sind gebraucht und wir werden jetzt mal dahin werkeln. So ein Haul-Video ist immer einerseits, dass wir euch zeigen, welche Steine reinkommen. Andererseits zeigen wir euch auch immer, was wir so vorhaben in nächster Zeit. So ein bisschen ein Preview, was so kommt. Also ihr dürft euch freuen auf die nächsten Stadt-Updates. Und genau. Außerdem haben wir auch wieder eine bessere Übersicht. Ganz richtig. Ist ja nicht so schlecht. Ja. So viel dazu. Rita, ein Abschlusswort und dann melden wir uns für heute ab. Danke fürs Einschalten. Leute, macht's gut. Ich werde das jetzt alles irgendwo hin verstauen und dann wird das hinaufgekarrt und dann wird losgebaut, würde ich sagen. Baut auch ihr was Schönes und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Und ich habe dann ein wenig mehr Muskel. Richtig. Ja. Macht's gut. Tschüssi.